Hey, hey, liebe Freunde, herzlich willkommen zum Adventskalender. Heute zeige ich euch, wie ich mir so einen Perlenständer gebaut habe. Vielleicht könnt ihr mir ja in den Kommentaren mal aufschreiben, wie ihr eure Perlen aufhängt. Den Ton habe ich mir so circa 0,6 cm dick ausgerollt. An dem Geräusch beim Glätten könnt ihr vielleicht erkennen, dass das ein Ton ist mit Chamott. Der hat ca. 40%. Aus zwei Leisten, die ich mit Zeitungspapier umwickelt habe, habe ich mir so eine Art Kantholz gebastelt mit vier gleichen Kanten. Ich schneide mir eine gerade Kante ab und dann wickele ich den Ton um die Leisten. An diesem Abdruck kann ich jetzt entlang schneiden. Wie immer raue ich die Kanten zum Verbinden an und gebe ein bisschen Tonschlicker drauf. Den Link zum Video mit meinem Tonschlicker-Rezept findet ihr oben rechts oder auch unten in den Infos. Den Schlicker wische ich an der Innenseite so ein bisschen weg, damit nicht so viel an dem Zeitungspapier klebt und ich dann nachher Schwierigkeiten habe, die Leisten wieder rauszubekommen. Hier hat die Kamera leider auf meinen Haarschopf fokussiert und darum ist das Bild so ein bisschen unscharf. Aber ihr könnt sehen, dass ich den überstehenden Ton einfach abgeschnitten habe. Ich glätte das mit der gelben Schiene sehr sorgfältig. Wenn ich das nochmal machen würde, würde ich aber die Kanten nicht so weit abrunden, sondern ich würde sie sehr viel kantiger lassen, damit das einfach besser aufliegt nachher im Ofen. Jetzt schneide ich mir die Kanten gerade. Mit dem Lineal teile ich mir das jetzt in gleichmäßige Abschnitte ein. Ich habe als Abstand 3 cm ausgewählt, ich würde aber beim nächsten Mal mindestens 4 nehmen, damit der Abstand zwischen den Teilen groß genug ist. Jetzt drehe ich das Ganze und übertrage die Abstände auf die anderen Kanten. Der Draht hat einen Durchmesser von 1 cm und da gehen wirklich nur ganz leichte Sachen drauf. Wenn ihr da schwerere Sachen dranhängen würdet, dann würde sich der Draht aufbiegen und die Sachen würden euch auf die Ofenplatte plumpsen. Die kann ich da jetzt einfach reinsetzen. Dadurch, dass der Ton ja beim Trocknen und Brennen schrumpft, werden die dann nachher festgehalten. Mit einem ganz dicken Strohhalm, der hat so ungefähr 8 mm Durchmesser, mache ich jetzt die Löcher für die eigentlichen Haltestangen. Und jetzt dasselbe nochmal auf der anderen Seite. Bevor der Ton trocknen kann, muss ich nur noch die Leisten entfernen. Das Zeitungspapier lässt sich nicht so leicht entfernen wie die Leisten. Da gibt es aber einen Trick. Man dreht das einfach. Ich habe hier zu früh gezogen. Ich hätte einfach noch weiter drehen sollen. Dann habe ich mir einfach mit einer Pinzette geholfen. Da habe ich das dann gedreht und dann hat es funktioniert. Tada!
Und jetzt das Ganze noch einmal, weil wir brauchen zwei von den Haltern. Ich habe sie ganz normal bei 990 Grad mitgeschrüht und dann auf Ofenstützen gestellt. Das Einfädeln der Kanthalstangen und dann das Aufhängen der Kugeln war ein bisschen fummelig. Da wäre eine helfende Hand nicht schlecht. Und für meine schweren Anhänger und Kugeln wären sicherlich auch dickere Kanthalstangen gut gewesen. Die hatte ich aber gerade nicht da und so habe ich dann ein paar Ofenstützen einfach in die Mitte noch gestellt. Und das hat dann auch funktioniert. Jetzt wünsche ich euch wieder viel Spaß beim Selbermachen. Das nächste Türchen öffnet sich wieder morgen Abend um 18:30 Uhr. Ich freue mich, wenn ihr wieder dabei seid. Tschüss!